Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Ralf Arning und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie einfach es ist, eine neue Tischplatte einzuölen. Dazu nehmt ihr einfach die Tischplatte. Ich lege die immer ganz gerne auf eine Werkbank. Das ist nur, damit ich nicht auf dem Fußboden rumkrauchen muss. Dazu braucht man dann etwas Hartöl. Ich nehme Hartöl immer von einer ganz bestimmten Firma. Gerne zeige ich euch in einem anderen Video, welches Hartöl ich genau nehme. Naja, und dann braucht ihr noch einen Pinsel. Wichtig ist, dass ihr das Öl mit einem Pinsel auf der Unterseite, da fangt ihr nämlich an, den Tisch einzuölen, mit einem Pinsel das macht. Denn sonst habt ihr nachher mehr Öl in einem Lappen, wenn man das nicht mit dem Pinsel, sondern mit dem Lappen machen möchte. Und das geht halt mit einem Pinsel viel besser, weil man dann auch in sämtliche Ecken und Kanten und Rillen reinkommt. Ja, also ölt ihr einfach mit einem Pinsel alles schön ein. Das wird ungefähr 3, 4, 5 Minuten dauern, bis man die ganze Platte unten komplett eingeölt hat. Ich denke mal, dass ihr nicht die ganze Zeit zugucken wollt. Ihr könnt euch vorstellen, wie das auf der ganzen Platte aussieht. Und darum drücke ich jetzt einfach mal die Pause-Taste und dann melde ich mich gleich wieder. Alles ist schön eingeölt, komplett. Und dann werden wir jetzt den Tisch einfach umdrehen. Ihr könnt natürlich auch schon die Untergestelle jetzt dran bauen, wenn ihr wollt. Ich drehe einfach die Tischplatte um, um an die Oberseite zu kommen. So, ja, und dann bearbeiten wir die Oberfläche. Dazu nehme ich immer so einen Schleifschwamm. Der hat eine 200er Körnung. Ihr könnt aber auch ganz normales Schmirgelpapier nehmen. Irgendwas so zwischen 200er Körnung. Dann nehmt ihr so einen Kork, so einen Schleifkork und geht damit über die Tischplatte. Wie gesagt, ich mache es gerne mit meinem Schleifschwamm. Und dann wird einfach einmal über die ganze Tischplatte so rüber geschliffen. Ihr müsst nichts wegschleifen, sondern geht einfach immer in Maserungsrichtung, also immer so längs über die Tischplatte. Das dauert auch nicht lange, insgesamt vielleicht nicht mal eine Minute, schätze ich. So, bin auch schon fast durch. Der Vorteil von diesem Schleifen ist, bei der Herstellung des Tisches sind in der Oberfläche die Fasern noch aufgerichtet. Und die schleifen wir jetzt einfach ein bisschen ab. Dadurch wird die Tischplatte ein wenig glatter und natürlich am Ende nachher pflegeleichter. Wichtig ist, dass ihr auch die Kanten einmal so anschleift rundherum. Ja, und dann nehmen wir einfach einen Lappen, putzen den Schleifstaub darunter. So. Also wie gesagt, so ein Tisch einölen ist kein Hexenwerk. Das geht eigentlich ganz schnell. So, wenn der Schleifstaub runter ist, dann nehmen wir wieder das gleiche Öl, was wir auch schon auf der Unterseite benutzt haben. Wichtig ist zu wissen, lieber dreimal ganz hauchdünn die Tischplatte einölen, bevor man es einfach nur dick drauf schmiert. Denn wenn man es direkt drauf schmiert, dann gibt es nachher Wolken und es trocknet nicht richtig durch. Also nehmt ihr dieses Öl und ganz hauchdünn einfach auf der ganzen Tischplatte ordentlich verteilen, dass wirklich überall etwas hinkommt. Ja, auch das, wie das aussehen wird bis zum Ende, könnt ihr euch vorstellen, brauche ich so lange jetzt nicht auf mit der Kamera festhalten. Darum drücke ich jetzt noch einfach mal die Pause-Taste und melde mich gleich wieder zurück. So, jetzt ist alles schön eingeölt. Ist alles hauchdünn. Und jetzt nehmen wir wieder den gleichen Schleifblock oder Schleifschwamm oder euer Schleifmittel, wie auch immer. Und dann geht ihr durch den eingeölten Tisch oder über den eingeölten Tisch noch einmal so rüber, wie wir das eben
bei dem trockenen Tisch auch schon mal gemacht haben. Das hat einfach den Grund, wir haben eben schon versucht, die Fasern, die noch aufgerichtet waren, abzufräsen oder abzuschleifen. Alle die Fasern, die wir eben nicht mitbekommen haben oder wegbekommen haben, werden jetzt durch das Öl sich noch mal weiter aufrichten. Ja, und diese scheren wir jetzt ab und dadurch wird die Tischplatte richtig glatt am Ende und absolut pflegeleicht. So, wie gesagt, wichtig ist auch, dass wir die Kanten komplett machen. So, ja. Und jetzt müssen wir einfach mal 20 Minuten warten, damit das Öl richtig in das Holz einziehen kann. Ja, wir könnten jetzt so lange hier beim Stehen und Warten zugucken, aber ich drücke lieber die Pausetaste und melde mich in 20 Minuten wieder zurück. So, ich habe mir jetzt einen alten Putzlappen geholt, also das ist ein Rest von einem T-Shirt. Wichtig ist ein bisschen Baumwolle, dass es nicht fusselt. Und jetzt wischen wir, nachdem das Öl 20 Minuten eingewirkt hat, einfach wieder runter. So. Dann ist wirklich alles sauber. Der restliche Schleifstaub, der vielleicht noch mit drauf war, der ist jetzt auch weg. Ja, das sieht doch schon mal richtig toll aus. Und jetzt machen wir die gleiche Prozedur wie eben nochmal. Die Platte wird nochmal hauchdünn eingeölt, komplett. So, wie wir das eben schon gemacht haben. Wie gesagt, auch die Kanten müssen ordentlich mit eingeölt werden. Ja, und wie das aussieht, wisst ihr schon. Wenn ihr dann damit fertig seid, dass die zweite Lage drauf ist, dann könnt ihr erstmal alles weglegen und müsst 6 Stunden warten, bis das Öl eingezogen ist und anfängt zu trocknen. Und dann nehmt ihr nach 6 Stunden wieder euren Lappen und putzt alles wieder ordentlich ab. Ja, und dann könnt ihr euren Tisch benutzen. Er sieht dann auch richtig toll von der Oberfläche aus. Dieses Hartöl, was ich benutze, benötigt 2 bis 4 Tage, bis es komplett ausgehärtet ist. Also erst nach diesen 4 Tagen ist der volle Schutz von dem Öl gegeben. Ihr könnt aber ohne Probleme den Tisch sofort benutzen, auch ohne diese Wartezeit. Ihr sollt nur versuchen, in der Zeit wirklich Untersetzer zu benutzen. Ja, was ist sonst noch zu sagen? Ich bedanke mich, dass ihr das Video geschaut habt. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen konnte und zeigen, dass Ölen gar kein Hexenwerk ist. Und somit wünsche ich euch viel Freude mit eurem neuen Tisch. Bis bald, euer Ralf Arning.